Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Musik ist keine Lösung Box von Alligator. Wie immer findet ihr alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes unter diesem Video in der Videobeschreibung. Musik ist keine Lösung, Alligator, das Folgealbum von Triebwerke. Mit dem ist Alligator wirklich, wirklich groß rausgekommen, bekannt geworden. Und jetzt kommt der Nachfolger Musik ist keine Lösung. Ist eine Standard-Clubbox. Und wir sehen hier Alligator-CDs, die an Fallschirmen, Rettungsschirmen angebracht sind. Mit Kreuz, also so Erste Hilfe, Rotes Kreuz mäßig. Musik ist keine Lösung steht hier. Und hier werden die CDs trotzdem abgeworfen. Trailer Park, das Label, bei dem Alligator unter Vertrag ist. Musik ist keine Lösung, steht hier. Hier oben Alligator, dieses A ist ja sein Logo. Und die Rückseite zeigt ebenfalls noch ein paar Fallschirme inklusive der Credits. Gut, schauen wir mal, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal ein T-Shirt. Wir haben einmal Festival Gesocks, also das ist eine Live-CD. Eine Autogrammkarte. Ein dickes Songbook. Und das Album, welches hier in der Hülle in der Box eingearbeitet ist. Das bedeutet, wir können das hier einfach herausnehmen. Das Ganze ist leider nicht rauszunehmen, das ist hier festgeklebt. Gut, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Also man sieht hier ein Alligator-Poster. Sieht sehr so nach Schnulzenplakat aus, gerade auch mit diesem Schnurrbart und den roten Lippen. Das Plakat ist allerdings weggerissen, zumindest zur Hälfte. Und ein Hund ist hier gerade dabei, auf das Plakat zu urinieren. Ja. Auf der Rückseite haben wir 15 Tracks. Und wir haben aber noch eine Zusatz-CD. Straßenmusik ist keine Lösung. Und diese hat noch einmal 13 Tracks, sprich um 28. 15 plus 13. Wir haben Features von, die Frage, was man wenigstens lesen kann, Morlock Dilemma. Und das ist meines Wissens auch das einzige Feature. Hier bei Straßenmusik ist keine Lösung. Wurde ja mit diversen Künstlern, Straßenkünstlern zusammengearbeitet, die ich aber namentlich nicht kenne. Okay. Hier haben wir einen Einleger. Gut, hier ist die Info, gerade noch drüber gesprochen. Hier ist die Info über diese Straßenmusiker. Also hier seht ihr, wie die Tracks entstanden sind, also wer da wo mitgewirkt hat. Und hier sehen wir nochmal, Straßenmusik ist auch keine Lösung. Also hier wieder so ein Alligator, Flyer, Zettel, wie auch immer. Und der ist wohl etwas, ja, beschädigt worden, zerrissen und auf ihm wurde herumgetrampelt. Der liegt hier auf dem Kopfsteinpflaster. Also wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch dieses hier als Cover verwenden, statt diesem hier. Okay, dann schauen wir mal in das Booklet hinein. Wir müssen das erste Mal aus der CD befördern, aus der Hülle. So, und wir haben hier, okay, interessant, wir haben hier nochmal dieses Schnulzenfoto von Alligator, das scheinbar durch einen Schnitzler, durch einen Schredder hindurchläuft, durch einen Aktenvernichter. Gut, das heißt hier in vier Stufen das Ganze zerlegt. Hier sind die Lyrics.
Okay. Geile Idee. Ja. Kann man machen. Hier die Pressefotos. Und hier haben wir noch einen aufgebrachten Mob. Also wütende Leute, die hier gegen Alligator zu demonstrieren scheinen. Wird sogar eine Fahne angezündet. Und hier steht, wer an dem Ganzen schuld ist. Und hier haben wir noch eine Danksagung, oder was steht hier? Das mal vorlesen. Wie alle Menschen, die je gelebt haben, leben wir in turbulenten Zeiten. Die Krisenherde, es wackelt so. Die Krisenherde der Welt brodelt konstant und Zusammenleben unserer Spezies auf diesem Planeten bleibt eine Herausforderung. Musik ist keine Lösung, ist die These der ewigen Pessimisten. Die fragwürdigen Helden unserer Geschichte setzen alles daran, diese Provokation anzufechten. Ob es ihnen gelingen wird? Also hier ist scheinbar Krieg. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob Musik dafür eine Lösung hat oder eine Lösung ist. Finde ich sehr geil gemacht mit diesem Schulsingt. Also normalerweise ist ja immer Dank geht an oder Credits hin und her. Aber hier ist das wirklich ganz ins Negative umgedreht. Gerade auch so mit diesen Lyrics und Pressefotos ist auf jeden Fall eine witzige Sache. Und hier dann, wer daran schuld ist. Okay, gehen wir das Ganze wieder in die Hülle zurück. Also Humor hat der gute Mann. Das sollte jedem bekannt sein. Und dann haben wir die CD. Musik ist keine Lösung. Hier sehen wir auch viele CDs auf einem Haufen. So, und dann haben wir natürlich noch CD2. Okay, jetzt vielleicht noch drauf. Ja, eben. Das ist Straßenmusik ist keine Lösung. Also, wie gesagt, zwei CDs. Das sind dann diese Straßen-Remix-Versionen. Und hier nochmal Inferno, brennende Alligator-CDs. Gut. Dann haben wir dieses Songbook. Das ist echtig. Also, das sind 104 Seiten. Und ihr seht, das ist echt krass. Also, ihr habt hier zu jedem Lied, wie ist das? Inhaltsverzeichnis. Also, wir haben einmal das Vorwort, dann die Texte und die Akkorde. Gitarrentabulaturen. Und das wirklich zu jedem Lied einzeln aufgeschlüsselt. Das heißt, wenn ihr dafür was übrig habt, könnt ihr wirklich jedes dieser Lieder nachspielen mit diesen Noten. Das ist echt heftig. Das hat sie meiner Meinung nach auch noch nie gegeben. Nette Sache. Haben wir das Autogramm? Ja, das ist ähnlich. Vom Humor her, wie auch die Fotos im Booklet. Wir sehen hier Alligator, er hat unterschrieben mittels schwarzem Edding, schwarzem Filzstift. Und hier könnt ihr natürlich ein Foto von euch hineinkleben. Etwas bescheuert, aber auf jeden Fall feier ich. Alligator, Autogrammkarte. Und dann haben wir noch die Alligator Festival Gesocks. Live 2015 CD. Also, hier sehen wir die Live-Kapelle, also die Mitglieder, die da mit ihm auf der Bühne standen. Und hier hinten haben wir 12 Tracks an der Zahl, die hier natürlich in der Live-Version auch aufgeführt wurden. Das sind Tracks vom vorigen Album, von Triebwerke. Und hier haben wir zwei Features. Nämlich Trostpreis mit Jimi Hendrix, ebenfalls bei Trailer Park und Battle Boy Basti bei Rabenväter, der ja die ganze Zeit sein Backup war auf Tour. Der Butler Boy. Gut, Booklet haben wir hier keines. Oder? Nein. Und dieses Album hier im Digipack. Und dann haben wir noch das T-Shirt. Dieses sieht so aus.
Also auch hier wieder die Message klar, Musik ist keine Lösung. Hier wieder dieser Fallschirm komplett in Schwarz und Weiß gehalten. Und hier die Info für euch. Ein Fruit of the Loom Shirt in Größe L. Hier die Wasch- und Pflegehinweise. Und wir haben 100% Baumwolle. Und das Ganze ist made in... Wo haben wir es? Ah, hier. Made in Marokko. Gut. Wir werden es gleich nochmal anschauen, damit ihr seht, wie das Ganze getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Wir lesen hier, Musik ist keine Lösung. Befestigt an diesem Fallschirm, an diesem Rettungsschirm. Und hier oben das Logo, das A vom Alligator. Musik ist keine Lösung. So, und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal das eben gezeigte T-Shirt, Musik ist keine Lösung. Diese Autogrammkarte, das wirklich umfangreiche Songbook, die Live-CD Festival Gesocks und die zwei CDs, Musik ist keine Lösung und Straßenmusik ist keine Lösung in diesem Album. Das alles in dieser wunderbaren Box. Musik ist keine Lösung von Alligator. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.